Moin und hallo zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 15. Und mit dabei ist heute wieder Lukas. Guten Tag. Weiter sind wir immer noch dabei am Arbeiten, wie man hier unschwer sieht. Wie immer. Ja, bleibt nichts übrig. Hätten wir eine Million, würde ich mich jetzt in den Liegestuhl setzen irgendwo und würde meine Zinsen arbeiten lassen. Oder würde mir irgendwelche Sklaven einstellen, würde sagen, hier, gruppern, hier, sehen, hier, tun und machen. Aber nur die kleinen Maschinen natürlich. Genau, mit 2 Meter Sachen, mit Oldtimer noch. Und dann Feld 42 machen. Das wird so oder so noch eine Qual. Feld Viel Spaß. 42. So, du hast gesagt, du bist fertig. Dann komme ich mal zu dir, weil ich bin auch fertig mit Düngen. Dann komme ich da mit Düngestreuer hinauf. Brauchen wir eigentlich noch irgendwie einen Schneidwerkswagen für den Schlepper oder nicht? Nein. Geht so. Ja, ich kann mein Teil da weg hier. Ich bin unterwegs, ich flüchte. Ach, die Zimmerschiene steht im Weg. Ich glaube, die habe ich bloß so auf den Weg geschoben. Was ist das für ein Feld? Ach, die gehören zusammen. Ah, ja. Okay, so könnte man auch mal machen. Ja. Übel Fläche. Gras kann man auch viel machen, sehe ich gerade hier. Ach, du hast den schon, okay. Ja, ich bin Dann gerade mit dem Schönmatter um die Kurve getüftet. tue ich mal sehen noch, das Feld. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie mit Innenperspektive und mit GPS hinbekommen. Ich habe da immer noch so meine Probleme. Ich will eigentlich viel Innenansicht fahren, aber das klappt irgendwie nie so, wie es eigentlich soll. Ja, ohne GPS sind sparsamer so. Ich gucke nachher nochmal, ob ich den irgendwie drauf kriege und dass der funktioniert. So, machen wir mal mit Vorgewende, versuchen wir es mal, ja. Versuchen wir mal ein bisschen realistisch zu fahren. Ach Gott, das klappt ja gar nicht. Also Innenansicht, da geht's ja. Oh Gott, nee. Tu mal einfach mal hier Wir so. brauchen den anderen Traktor vor dem Kipper. Der Führer ist so brav. Oh, er rutscht gut. Er driftet gut. Ja, die Sämaschine auch, weil der driftet auch gut. Aber wir haben jetzt viel im Lager dran. Beim nächsten Mal verkaufen geht's ja. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie was kreditmäßiges wieder zurückzahlen oder irgendwie was kaufen noch. Weil mit dem ganzen Raps dürften wir einiges an Geld kriegen. Und dann eine Nachfrage vom Geschäft. Ja, mal gucken. Wo sind die Preise eigentlich? Hier waren die. Raps haben wir 51.000. Ich glaube, da gibt es am meisten beim Fliegerhorst. 1.300. Das wäre natürlich. Müssen wir mal schnell ausrechnen. 51.000 mal 1,3. 66.000 kämen raus. Nur von Raps aber. Also, da kriegen wir einiges an Geld zusammen. Und dann noch den ganzen Weizen, wo da ist, verkaufen, weil Weizen haben wir auch einiges. Das, was jetzt dazu kommt, noch. Also, da kriegen wir einiges an Geld zusammen.
66.000, dann kriegen wir noch, ja, Weizen haben wir auch wie 82.000, 612, ja, könnte sogar was werden. Ja, vielleicht kriegen wir ja was Sinn für einen größeren Schlepper. Warum ist die Stromlage entwickelt? Komisch. Egal, kannst du auch anlassen, dann proben wir es unter, dann ist es gleich Düngung. Aber einen Grubber brauchen wir später auf jeden Fall, weil das ist saudoof, die Rapstextur da zu finden, was gesät ist. Das ist ein und dieselbe Textur. Man sieht ganz schwach nur irgendwo ein paar Stoppeln. Ja, aber was für ein Grubber. Grubber sind 4 Meter, gibt es ja eigentlich einen guten. Ja, den Harsh Terrano. Aber es gibt auch den 6 Meter Grubber, den Harsh, keine Ahnung was, den vom LS13 und LS11 und LS9. Die klappbare Scheibenecke. Achso, die, ja, die ist gut. Die gibt's auch überall. Die könnte man sogar hinter irgendwas Schwereres hängen. Aber schleppermäßig, da müssen wir echt gucken. Vielleicht reicht's ja Geld, das Geld, genau, für ein T6, das wäre natürlich schon ein eiserner Vorsprung. Weil, ja, irgendwas Stärkeres brauchen wir, weil es nützt jetzt nicht viel eigentlich, wenn wir irgendein John Deere oder Fendtchen wieder kaufen, wo auch nicht viel mehr PS haben. Ja, der Effekt wäre richtig gut eigentlich. Weil der John Deere hat auch bloß 140 PS oder sowas und der Fendt auch 120 plus, das können wir irgendwann später mal nochmal kaufen für Oder so. wir kaufen den, warte, wie heißt der nochmal? Den Sahne. Den Same. Der Same, der Same. Standard. Ja. Was kostet denn der? P-p-p-p. 142.000, ja. 190 PS. Der Steyr ist zu leicht schon wieder. Puma ist zu viel. Irgendwie wird sich pendeln zwischen Same und New Holland, würde ich mal sagen. Ja. Vielleicht kriegen wir ja von der hiesigen Bank irgendwie noch ein bisschen Kredit und kriegen den als Leihfahrzeug oder als Vorführfahrzeug oder kriegen den irgendwo gebraucht. Und dann ist er ja eh billiger. Mal gucken. Polizei zeigen. Genau. Weil dann könnten wir den Deutzer an den Anhänger hängen und die Sämaschine an den T6. Oder den Deutzer an der Sämaschine hängen lassen, weil das klappt ja relativ gut eigentlich, muss ich sagen. Und den T6 an die Anhänger. Dass da was vorangeht. Fuck. Aha. Mir hexelt die ganze Zeit ruhig. Klar. Ach. Mein Gott. LS ist halt ein wenig buggy. Wie immer. Ja, genau, meine Stoppuhr. Heute geht's mal nach Gefühl, die Aufnahme. Weil ich ja den Taschenrechner jetzt raus habe vom Handy und da geguckt habe, wie viel das bringt, den Raps. Und naja, da habe ich versehentlich auf Aufnahme oder auf Ding Stoppuhr stoppen gedrückt oder komplett weggeklickt. Und ja, wenn das Handy zu viel Funktionen hat. Oh, dann würde ich sagen, geht's halt mal nach Gefühl. Ja, notfalls kann man ja im Menü vom LS nachschauen, wie lange man das im Stau ist und so. Da steht nicht viel. Da stehen jetzt 28 Minuten bei mir. Wir dürfen aber die Aufnahmepause nicht vergessen und
vorne hin auch noch ein paar Minuten. Also ich sag mal, wir sind so bei 7, 8, 9 Minuten. Ja, dürften wir sein. Ich sag mal 8 Minuten sowas. Dürfte ich nicht schlecht liegen. Gleich könnt ihr jetzt die Aufnahme stoppen, alles ins Renderprogramm hauen und gucken nochmal. So habe ich jetzt auch keinen Bock. Egal. Nee, halt dann sind sie halt mal keine 15, um die 15 Minuten. Entweder ist es länger oder bisschen später oder bisschen früher. Egal. Ich krieg das eh nie genau hin mit 15 Minuten. Ja, also wenn es nicht viel übel ist, ist eigentlich egal. Ach, mein Gott, eine Minute mehr oder weniger. Ich bin dann immer so bei 14:30 oder sowas. So, die Bahn noch und dann habe ich da drüben noch ein bisschen was. Kriegen wir vielleicht sogar hin. Ah, Feld 8 ist auch so ein Feld wie, keine Ahnung. Sehr uneben, muss ich sagen. Ja, vor allem da unten, der ist genau. Richtig hoch. Weil da schiebt sehr gerne den Seemaschinen und alles weg und sehen ist da auch nicht sehr schön. Gott. Also, das Sehen wird nicht sehr genau. Ja, das ist mit der Raststätte ein bisschen scheiße. Weil du siehst eigentlich null. Du kannst ein bisschen ein paar Gefühl fahren noch. Egal, egal. Muss ja kein englischer Garten werden. Das sage ich immer in der Arbeit. Wenn welche meinen, wieder zu sagen, mach das noch genauer. Dann sage ich, ist es ein englischer Garten oder nur ein Privatgarten oder öffentlich? Weil die meinen immer alles hochgenau zu machen. Mhm, 31, das geht noch. So, einmal rauf noch am Vorgewende. Aber MSI Afterburner muss ich noch mal probieren irgendwie. Das ist echt gut eigentlich, aber... Es ist gut, aber ich komme damit nicht zurecht irgendwie. Bei mir nimmt es irgendwie nicht auf. Ich habe eigentlich alles eingestellt, bloß keine Ahnung. Irgendwie bin ich da zu dumm. Irgendwie muss ich mal ein paar Videos gucken, glaube ich. Ein paar Videos gucken. Gibt ja genügend Tutorials wahrscheinlich. Gibt direkt zu alles. Zu allem. Genau. Gott. Jetzt hänge ich alles ab, genau, ab. Aber ich würde sagen, wir dürften jetzt so in Richtung 15 Minuten schon sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, kommentiert es. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute. Ciao.